Today I'm going to introduce not two, but six tenses we can use to talk about past events. What is the double perfect? How can we use a present tense or even a future tense to talk about past events? Und so schauen unsere Vergangenheitsformen plötzlich etwas komplizierter aus, als wir gedacht haben. Or should I say, als wir gedacht haben werden. So oder so bin ich Billy Badger und das ist jetzt Bausteiner 3. Grüß Gott, hallo. Schön, dass du da bist. Zunächst muss ich sagen, dass wir mit der einen Zeitform zurechtkommen könnten. Wir brauchen nur das Perfekt. We can do pretty much everything with this tense. And the further south you go in the German-speaking world, the truer this gets. Das Perfekt ist also eine Form, die beschreibt, was schon geschehen ist. Mit dem Perfekt weisen wir auf etwas hin, das vorbei ist, das ganz abgeschlossen ist. A completed event. One that's no longer happening. And that's going to be true for pretty much all of the past tense forms that we'll be talking about today. The perfect tense is also pretty easy to use if we're talking about ourselves. Also wenn es uns geht, dann fangen wir entweder mit ich bin oder mit ich habe an. Depending on whether we're talking about where we went or not. The verb that describes what we're doing goes right over there at the end of the sentence in its participle form. All our other information is in the middle. Hier sind ein paar Beispiele. Ich bin am Wochenende ins Lokal gegangen. Ich habe am Wochenende ein Bier getrunken. Both of these events are definitely in the past and finished, over and done with. And the same applies to our simple past tense. Das ist das Präteritum. Und das kennst du sicher auch schon. Es hat mehr oder weniger die gleiche Bedeutung wie das Perfekt. There's not much difference between them. The biggest difference is in how or when or maybe even where they're used. Im normalen Gebrauch gehört das Präteritum zur Schriftsprache. Das ist eine Form, die wir oft sehen, wenn wir lesen. Most of us will just use the simple past when we're writing formally or using certain common verbs in the past tense, like haben, sein and the modals. Hier sind einige Beispiele. Vor 5 Jahren hatte ich eine Canon-Kamera. Die Canon war gut, aber ich wollte eine Sony haben. Die Sony war teuer. Ich konnte sie mir nicht leisten. Wie man hier sieht, habe ich nur das Präteritum verwendet, weil ich haben, sein und die Modalverben verwendet habe. However, in Northern Germany, you might actually hear the simple past tense forms used even for other verbs, whereas this is not quite so frequent in the South. Hier sind einige Beispiele mit den Verben finden, denken und wissen. Ich fand die Canon gut, rather than ich habe die Canon gut gefunden. Ich dachte, ich würde sie behalten, rather than ich habe gedacht. Ich wusste, dass die Sony viel kostet, instead of ich habe gewusst. Well, at this stage, it's worth pointing out one minor difference between the perfect and the simple past. We often say they have pretty much exactly the same meaning, but with the perfect, we're often referring to an event whose influence is somehow still making itself felt. For example, es hat in der Nacht geregnet. It rained in the night. And the effect of this can be felt even now, which is not so much the feeling we get from a sentence in the simple past. Es regnete in der Nacht. Und so kommen wir dann zu einer weiteren Vergangenheitsform, die wir vielleicht auch gut kennen. Und das ist das Plusquamperfekt. Eine Zeitform, die auch ziemlich praktisch ist. Mit ihr können wir auf eine gewisse Reihenfolge von Handlungen in der Vergangenheit hinweisen. Again, this is a tense you are probably not going to use in your everyday language. Aber es kommt oft genug in der Schriftsprache vor.
We can talk about something that happened in the past just using our normal simple past tense, and then with the pluperfect refer to things that happened at an even earlier point in time. And so we're establishing a nice sequence of events. Hier sind wieder ein paar Beispiele. Ich trank um 7 Uhr den ersten Kaffee. Ich hatte schon eine Stunde gearbeitet. The use of the pluperfect in the second sentence or clause makes it clear that the working happened before she drank the coffee. Und das Plusquamperfekt lässt sich sehr leicht bilden. Here's how. We form it just like the normal perfect tense, where we have these two forms. Ich bin in die Stadt gegangen. And ich habe einen Kaffee getrunken. But instead of the present tense forms of sein and haben, we just substitute in the simple past tense forms that we already know. So we'd have sentences like these. Ich war in die Stadt gegangen. Ich hatte einen Kaffee getrunken. But of course, these sorts of sentences only make sense if you're trying to establish a sequence of events. And like we said, this form is not so common in spoken German, but there is an alternative that is, well, fairly common, particularly in southern Germany and Austria, even though it's not really a feature of standard German. And, well, you might hear somebody say, Ich hab's ihm gesagt gehabt. Ich hab den Schlüssel verloren gehabt. This is a kind of double perfect with two participles, and it conveys much the same idea as the pluperfect. Und dann kommen wir zum historischen Präsens. In der Zeitung lesen wir ziemlich oft Schlagzeilen im Präsens, die auf etwas hinweisen, das schon passiert ist. We are referring to something that has already happened, wie hier in dieser Reportage über den US-Präsidenten Joe Biden. In the headline we read that he's threatening Israel. But as we read on, we see that we are referring to something that has already happened. Der nächste Satz ist imperfekt. US-Präsident Joe Biden hat Israel mit weiteren Einschränkungen gedroht. He threatened Israel with further sanctions. This leaves us then with just one tense left, and it's a good one, aber seltsam. Heute geht es zwar um Vergangenheitsformen, aber unsere letzte Zeitform ist das Futur 2. Which seems pretty strange, doesn't it? Let me show you how it works. Beim Futur 2 geht es um eine Vermutung. Wir nehmen an, wir vermuten, dass etwas schon passiert ist. So it's an assumption that we can make with a varying amount of certainty using words like these. Let me show you how it works. Let's imagine, also stellen wir uns vor, let's imagine we're expecting a visitor, but she hasn't arrived. Now, what's happened? Was ist passiert? We can make assumptions like this. Sie wird vielleicht den Bus verpasst haben. Maybe she's missed the bus. Oder sie wird wahrscheinlich einkaufen gegangen sein. She probably went shopping. Now, depending on the little adverb you're using, you can sound more or less certain about your assumption. Will she be hungry when she gets here? Probably not. Sie wird sicher etwas gegessen haben. And so there we have it, 6 tenses that we can use to talk about events that happened or might have happened in the past. Das werdet ihr vielleicht schon gewusst haben. Ihr denkt, das habe ich schon gelernt gehabt. Dankeschön. So oder so sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.